So, willkommen zurück. Ich guck mal, dass ich Anweisungen gebe. Mal gucken, wer drauf hört. Ja, es gibt natürlich wieder etliche, die nicht nach links fahren mit ihren Mediums. Das wird fatale Folgen haben, wenn die linke Seite nicht besetzt ist. Überhaupt nicht gut. Ja, das ist nämlich das Problem. Ich bin zu langsam, um nach links zu fahren. Das hätte unser Leopard 1 machen müssen. Unser Leopard gammelt rechts, da hat er überhaupt nichts zu suchen. Der und die anderen Mates gehören nach links, weil dieses Stück von hier nach da, dafür musst du super schnell sein. Wenn nicht, dann wirst du aufgeraucht auf dem Weg nach links. Ich probier's trotzdem. Ja, nochmal gut gegangen. Also irgendwie hat es unser Team geschafft, die Mitte zu übernehmen. Turm gebaut. Noch mal Glück gehabt, ne? Ich sag mal so, der Gegner hat auch nur ein Leopard 1 hier Richtung Wasser geschickt. Das ist natürlich übel schlecht. Hier gehören locker 3-4 Mediums hin, die dann auch die Wasserseite konkret und auch gewollt pushen. Ja, wenn du da einen butterweichen Leopard 1 hinschickst und irgend so einen Jagdpanzer ohne Turm, dann wird das halt nichts, ne? Wie ist die Drecksartig? Naja. Die Runde war jetzt nicht so der Knaller. Aber was willst du machen? Gewonnen ist gewonnen. Linke Seite haben wir übernommen, nicht der Gegner.
Und das geht ruckzuck bergab, ne? Wenn du die linke Flanke, die Wasserseite nicht hast, ist alles gespottet. Der TD kann da nicht arbeiten. Die Arti geht auf. Der Leo stirbt weg. Der ist viel zu weich. Da müssen deutlich mehr Panzer hin. Gut. Machen wir die nächste Runde. Ja. Die neue Wohnung ist soweit eingerichtet. Nee, beziehungsweise zwei große Anschaffungen stehen noch an. Ich möchte so eine richtig geile Couch-Ecke kaufen, um dann auch für meinen Kraftsportkanal die Real Talk-Videos zu machen. Also, ich habe richtig viel, ja, investiert in diese neue Wohnung. Ja. Braucht alles so ein bisschen seine Zeit, aber wenn alles steht, ist alles perfekt. Ich weiß auch nicht, warum manche Leute so wenig Geduld haben. Ab auf den Hill. Schlachtergasse, reinste Zeitverschwendung auf Himmelsdorf. Ja. Schaut immer, dass ihr die zwei Flanken, nämlich auf den Hill rechts oben und die Gleisseite habt. Hier, da kommen auch genügend Leute. Schlachtergasse ist rumstehen und gammeln. Also, das braucht kein Mensch. Was hat denn für Panzer, der hier? Ja. Hat eine größere Kanone gekriegt, Alter. Wie lang ist denn dem seine Kanone? Lol. Die Kanone verlängert, Alter. Das sieht irgendwie so lang aus. Naja. Wir haben eine E4. Wo ist der E4? Ja, lasst euch da ruhig wegschießen, ja. Überhaupt kein Problem. Habt keine Geduld, ja. Spielt bitte wie die größten Noobs ever. Ich würde sagen, wir haben den Hill. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Base Station. Den Hill haben wir uns gesichert. Ja, jetzt hat die Badget-Arty mich halt jetzt im Fokus. Jawoll. Da gehen wir doch aus der Sonne, damit ich schießen kann.
Geiler Typ, Alter. Warum pushen die eigentlich links die Ecke da nicht? Die haben doch Übermacht links. Junge, was ist euer Problem? Da ist ein Gegner. Hallo, da ist ein Gegner. Wie sieht's aus? Oh Gott. 4, 5 Panzer gegen ein Type, Junge. Die kriegen das nicht geschissen. Unglaublich. Ich gehe wieder auf den Hill. Den Hill dürfen wir jetzt auch nicht verlieren. Das ist nicht gut, wenn der Hill verloren geht. Alter, holt doch mal jemand das Vieh da raus. Hallo. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt flitzt der hier durch. Da stehen 5 Panzer und der kann da einfach mal durchfahren. Alter, unglaublich. Unglaublich. Absolutes Versagen. Absolutes AFK-Versagen, ey. Unglaublich. Junge, warum steht ihr denn da herum, ihr Deppen, Alter? Da ist ein Type und da ist so ein Winzling, ey. Warum holt ihr die denn nicht raus? Was bewegt ihr euch denn nicht? Da, Junge, da oben. Rausholen, hochfahren. Gott, der Allmächtige. Ja, was sind das für HE Low Roads, Alter? Da muss normalerweise viel mehr dabei rauskommen. Ey, die Arti von denen lebt immer noch, ey. Es ist unglaublich. Drecksarti lebt immer noch. Unfassbar. Junge, hol das Drecksvieh raus. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Junge, komm, Zeit, sich zu bewegen. Ja, die Gegner haben sich den Hill nicht geholt, ne? Das ist eine absolute Schlüsselposition, weil du von dort oben alles beschießen kannst, also mehr oder weniger. Außer halt die Schlachtergasse, aber die juckt ja eh keinen. Ja, komm, mach's nicht so spannend, 121er. Junge, hallo, hallo, geh doch mal cappen.
Nach dem Motto, der will überleben, oder was? Ja, bleib halt an irgendeiner dreckigen Ecke hängen. Schluss mit lustig, du Depp! Sollen dieses Katz-und-Maus-Spiel, Junge? Stell dich doch, er ist eh vorbei, Alter. Nach Motto, der will noch so überleben und so, ey. Macht er den Survivor da, oder was? Ja. Zack, die Bohne raus, bist du, mein Freund. Ja, wir brauchen noch Mitspieler, ne? Bewirbt euch Clan German Predators. So, dritte Runde. Ihr seht's auch, ne? Anders wie Mailand und Maus Acrobat nehme ich drei Runden hintereinander auf, ja, und ich pick mir nicht immer die besten Runden aus, um so zu tun, als wäre ich unbesiegbar. Ich spiele die ganze Zeit alleine, kommt dann auch noch dazu. Kaum Zugpartner und so, ne, weil ihr kennt mich, Akko in Rage Mode. Ja, meine Lieblings-Hass-Map, weil Maus Acrobat und Mailand immer die Map falsch erklären. Mag ja sein, dass das für die funktioniert, wenn die in die Mitte fahren, aber Anfänger sollten auf der Map niemals in die Mitte fahren. Immer nur rechts und links die Flanken. Ja, bin ich der Einzige, der nach links fährt, ne? War ja klar, wir haben jetzt zwei Runden gewonnen. Und nach Wargaming-Regel kann ja keine dritte Runde gewonnen werden. Dementsprechend haben wir die Runde jetzt die ganzen Bot-AFK-Noobs in unser Team gekriegt. Es hilft mir einfach kein Mensch. Ich bin der Einzige, der hier ist. Der Einzige. Unfassbar. Das komplette Team ist halt auf anderen Seiten. In der Mitte sind schon wieder viel zu viele. Und ich bin der Einzige, der hier ist. Ja, bin mal gespannt. Ja!
Wer weiß, was dahinter noch alles kommt. Ist ja das Problem. Da, siehst du? Ja, keine Hilfe in Sicht, ne? Alles gammelt in der Mitte. Herzlichsten Glückwunsch. Alter, sind die denn komplett dumm in der Birne? Jetzt mal ganz im Ernst. Hallo, Erde an Vollidioten. Wir brauchen Hilfe. Hallo. Ach Gott, ich bin unglaublich. Alter, unglaublich, Alter, dieser Drecksleopard, ne? Der hilft mir einfach nicht. Unglaublich. Du dreckiger, elendiger Drecksloop, Alter, ohne Witz. Du feiges Stück Vieh, Alter. Du feiges, elendiges Stück Vieh, Alter, du feiges. Ich hab die ganze Flanke alleine gedefft da, die ganze Zeit. Wow, Leopard 1 startet das Spiel. Ja, geil. Das Spiel ist gelaufen, du Held. Jetzt kannst du immer noch da hinten rumgammeln bei der Arti. Chill einfach bei der Arti und lass deine Leute verrecken, du viel elendiges. Nutzloses. Oh, jetzt bist du mutig, ne? Jetzt ballerst du aber mit. Ja, so siehst du auch aus. Hier den Heldentod gestorben. Ganz alleine die komplette Flanke gedefft gegen Medium und zwei Heavies. Und ne, eigentlich waren es ja drei, aber gut, der T57er, den habe ich ja noch angeditscht. Wo ist denn unser Feigling Leopard 1? Immer schön aus der Distanz. Brave Wolves. Ah. Ja, sehr mutig. Von wegen Brave. Ich würde dem gerne jetzt einen Text schreiben, aber egal. Ja. Abonniert den Kanal, checkt die Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns, checkt wirklich die Links in der Videobeschreibung, ja? Jeden einzelnen Link mindestens einmal anklicken. Bis dann.